Ein Raubüberfall mit mehreren Tatverdächtigen beschäftigt jetzt die Kriminalhauptkommissare Frank Steffens und Eckhard Kreitner. Egon, 1328 von Egon. Nee, gerade gesprochen. Du hättest es nicht sagen sollen. Gerade gesprochen. 1328 hört. Flutweg 2, dortige Trinkhalle. Der 1436 braucht dringend eure Unterstützung. RTW rollt, Sonderrechte sind euch freigegeben. Ja, verstanden, wir fahren dahin. Die Bitte um Unterstützung ist für die Kommissare ein deutliches Zeichen dafür, dass die Angreifer vor Ort in der Überzahl sind und Widerstand leisten. Und tatsächlich gehen sie sofort auf die Kriminalbeamten los. Was passiert? Was ist mit Ihnen passiert? Mein Name ist Katrin Kochner. Ja, komm, wir sind kommen gleich, wir gehen mal rüber, komm. Oh, hallo? Ach, was haben wir denn da für einen? Bei dir, komm, hey, komm, 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 jetzt, ja, okay. Keine Bewegung mehr. Kripo, Duisburg. Lass mich los. Also ruhig. Ich zieh deine einen Arm nach hinten. Hör auf, du Penner. Ist gut, wir sprechen gleich den Arm nach hinten. Komm, zack. Natürlich kommen wir öfter in gefährliche Situationen rein. Wir werden darauf geschult, aber man kann nicht auf alles vorbereitet sein. Und man muss dann individuell auf die Gefahr einfach reagieren. Und da gibt es eben alle Möglichkeiten, die jeder auch hat. Aber wir natürlich dann eben mit besonderem Auge, damit wir uns nicht noch mehr gefährden als nötig. Ab in den Wagen essen. Ja, mit ihm. Wie seid mit euch da? Hallo Kollege, ey, das ist klar. Ja, das ist jetzt hier, mein Feierabend, Mensch. Du Pinselkopf da. Mensch, ist gemacht. Feierabend. Was soll das denn? Da war wohl eine Party oder irgendwie was. Wir wollten nur Bierchen trinken, eine Person haben wir schon in den RTW gebracht, die ist verletzt. Mein Gott, ey. Wahrscheinlich auch ein Raubüberfall. Wie gesagt, die Kasse ist leer, es fehlen 5.000 Euro. Und diese beiden haben wir jetzt hier im Kiosk sichergestellt. Pack die erstmal ins Auto, ein bisschen getrennt voneinander. Und ihr habt den anderen. Okay, dann mit los. Scheiße, ey. Der Mann beteuert, keinen Raub begangen zu haben. Er gibt an, nur einer Textnachricht mit einer Einladung zu Freibier gefolgt zu sein. Die Kripo-Beamten erfragen den Tathergang von der Geschädigten. Ihnen gehört der Kiosk hier, sagten Sie? Ja, ich heiße gerade Katrin Glockner. Was ist passiert, Frau Glockner? Ich habe heute eigentlich Ruhetag und wollte Ruhetag ist ja gar nicht, ne? Nein. Aber absolut nicht hier. Ich wollte nur zum Kiosk und Ware entgegennehmen, ein bisschen klar Schiff machen. Ja. Und hab gesehen, meine Kasse ist leer. Ich hatte 5.000 Euro in meiner Kasse. 5.000 Euro? 5.000, in dem Kiosk hier? Weil ich eine große Warenlieferung erwarte. Okay, wer weiß denn davon, dass Sie so viel Geld hier haben? Das Geld ist aber, ist das Geld weg, oder? Ja, ich habe gesehen, die Kasse ist offen. Ja, ich bin hier angekommen, die Tür war auf und ein Haufen Radau. Ja. Und bin dann rein und hab dann die drei Bauarbeiter von der Baustelle da gesehen, wie die hier am Trinken sind. Und wollte die eigentlich rausschmeißen, aber die haben mich dann geschlagen und in die Besenkammer gesperrt und ich bin dann hier im Krankenwagen wieder aufgewacht. Ja, ich hab, die Kasse ist leer. Die Freundin und Angestellte der Kioskbesitzerin bestätigt, dass es sich bei den drei Personen um zwei Bauarbeiter und deren Freundin handelt. Eckhard Greitners Ermittlungen ergeben aber, dass das Trio tatsächlich eingeladen wurde. Hier, ich habe das Handy von dem, ne? Also das mit der SMS stimmt, ne? Hier, guck mal, was, hey. Darf ich mal gucken, ob ich die Nummer vielleicht kenne? Hey Leute, oder was? Heute frei saufen in der Trinkhalle um die Ecke. Tür ist offen. Was? Haben Sie jemanden eingeladen? Nein, aber die war auch nicht aufgebrochen. Die war auf, als ich kam. Da ist keine Nummer zu sehen. Okay, wir gucken uns mal um. Ja. Haben Sie den Schlüssel? Dann können wir es nachher hier alles verschließen. Meine Sachen, alles ist drin. Okay. Sie werden jetzt hier versorgt. Wir kommen gleich wieder an. Wir gucken mal. Die Trinkhalle ist für uns ein Tatort. Ein Tatort hinterlässt immer Spuren. Ja, es waren fremde Personen da. Es ist festzustellen, wo, sag ich mal, das Geld gelagert war. Vielleicht befinden sich noch versteckte Personen da. Und letzten Endes, also im Ergebnis, kommt die Spurensicherung, wird uns hoffentlich weitere Hinweise liefern können. Wir müssen gleich mal da gucken, wer das die SMS gesendet hat. Die Inspektion des Kiosks ergibt, dass außer dem Geld nichts gestohlen wurde. Ganz im Gegenteil, der mutmaßliche Tatverdächtige hat sogar noch etwas zurückgelassen. Und das liefert den Kriminalisten wertvolle Hinweise. Das ist so ein Aussperrwerkzeug, nur falsch rum. Also der Schlauste war er wirklich nicht. Das zum Öffnen, ja. Ja. Auf jeden Fall für das Schloss, aber alleine so reicht halt nicht irgendwo viel. Nee. Was ist denn da? An der Papiertonne. Ach, guck mal einer an. Was hast du denn da? Ein Rucksack. Mit dem Affen drauf. Mit dem Affen. Schulkind hier vergessen. Das ist ein Kindergartenrucksack oder sowas. Komm mal rein. Nee, das ist kein Kindergartenrucksack. Guck mal hier. Warte mal, das sind doch Personalpapiere. Hier ist das abgebrochene Teil. Ja, das. Ist doch unser Mannequin. Noch ein Handy. Das ist doch der, den wir ins Auto gepackt haben. Ja, sicher. Alles deutet darauf hin, dass der festgesetzte Mann den Einbruch und den Raubüberfall begangen hat.
Doch auch der dazugekommene Verlobte der Geschädigten rückt ins Visier der Ermittler. Sie haben eine SMS bekommen. Ja, genau. Von wem? Von meinem Notfreund. Ja. Sie haben, ja. Wieso, ja, genau. Ist ja, aber kannst du doch gar nicht so schnell da sein. Ich hatte einen Termin und dann habe ich das gesehen und bin dann sofort. Wo haben Sie denn den Termin denn? Ich war beschäftigt hier bei der Firma. In Dortmund? In Dortmund? Nein, ich hatte das ist aber schnell gewesen. Ich hatte einen Außentermin und dann bin ich hier hingekommen. Der Herr hat mir gegenüber erzählt, er sei hier in der Gegend gewesen. Konnte irgendwie nicht sein, denn es war die Sprache davon, dass er in Dortmund gewesen sein sollte. Auf meine Frage, wo er denn hier gewesen sei und was er denn hier gemacht habe, hat er mir Antworten gegeben, die mich überhaupt nicht zufriedengestellt haben. Das Ganze kommt mir sehr seltsam vor und das muss ich noch näher ermitteln. Da müssen wir noch weiter und doch ein bisschen intensiver befragen. Sie haben gesagt, Sie haben einen Außentermin. Welche Art der Beschäftigung gehen Sie nach, dass Sie Außentermine haben? Das möchte ich wissen. Welchen tollen Job du hast. Ist das jetzt nicht schlimm? Das ist doch nicht wichtig, oder? Ist das doch, wichtig? Doch, das ist sehr wichtig. Warum drückst du denn jetzt so rum? Du hast doch ja, so einen tollen ich Job. Ich muss dir was sagen. Warum drückst du so rum? Ich bin gar nicht in der IT-Branche. Ich bin Werkzeugmacher. Eckhard Greitner erfragt den Namen des Verlobten. Die Freundin der Geschädigten hielt den Mann schon immer für unaufrichtig. Das deckt sich mit dem Eindruck der Ermittler. Wenn er Werkzeugmacher ist, dann ist er aber kein schlauer Werkzeugmacher. Wenn er nämlich dieses Öffnungswerkzeug als Werkzeugmacher verkehrt rum reinsteckt, dann hat er entweder Stress gehabt. Oder er hat selber hergestellt und anderen das zur Nutzung übergeben. Und wollte es einem anderen in die Schuhe schieben. Und der hat keine Ahnung gehabt. Und der hat keine Ahnung. Der hat es nicht kapiert. Auf jeden Fall. Ganz mysteriös. Also wir nehmen mal, wir machen das, also Sie reden jetzt darüber nicht weiter. Wir werden, ich schlage vor, wir werden unseren Probanden mitnehmen. Die drei, ohne dass wir ihm einen Vorhalt machen, einfach mal bitten, ich werde das jetzt regeln, dass die alle drei mitkommen. Wir fahren die hinter uns her. Ja, und so machen wir das. Kriminalpolizeiliches Arbeiten ist teilweise wie eine Pralinenschachtel. Man weiß nicht, was drin ist. Ja, wir werden jetzt auf der Wache noch weiter ermitteln müssen, wer tatsächlich hinter diesem Einbruch steckt, von wem diese ominöse SMS kommt und wie sich alles tatsächlich dargestellt hat. Das widerrechtliche Betreten, das ist ein Antragsdelikt. Das ist kein weiterer Grund, Sie jetzt weiter festzuhalten. Ihr könnt die laufen lassen, die beiden. Die Personalien habt ihr ja, dass sie uns da nicht verloren gehen. Und dann könnt ihr die nach Hause schicken. Ja? Ihnen nehmen wir mit und wir sehen uns nachher auf der Wache. Der festgenommene Bauarbeiter hatte seinen Kollegen und deren Freundin über das vermeintliche Freibier in dem Kiosk informiert. Für die Ermittler ist der Mann der Hauptverdächtige. Der Großteil der Summe aus dem Raubüberfall fehlt jedoch in seiner Tasche. Erzählen Sie mal was zu dem Rucksack. Ja, ist mein Rucksack, den ich seit einer Woche schon vergessen habe. Oder den ich seit einer Woche nicht mehr gesehen habe. Aber schön, dass Sie Ihre Arbeit erledigen und mir den bringen. Das ist richtig toll. Ja, wo haben Sie denn gehabt? Die drei Herrschaften sind jetzt da, die sitzen hier vorne. Ja, prima. Ja, wir sind ja gerade im Gespräch der Stadtplanung. Woher kommt denn dieser Rucksack? Das ist echt phänomenal. Also da haben Sie Ihre Arbeit wirklich toll gemacht, aber dafür mussten Sie mich jetzt nicht beim Saufen rausholen. Ja, wo haben Sie den denn gelassen? Oder haben Sie ihn versteckt? Ja, auf der Arbeit. Also wenn man hier mal sitzt, sind das Arbeitsschuhe, die ich Füße hier vom Tisch. Das ist eh unten. Ja, das ist nicht so schön. Das wollen wir nicht, wir machen das auch nicht. Ja, bei so redseligen Personen, die auch noch alkoholisiert sind, ist es sowieso schwierig, damit umzugehen. Man kann eigentlich nur ruhig bleiben und Sachen, sag ich mal, auch wenn sie beleidigend sind, einfach, sag ich mal, hier rein, da raus, gar nicht wirklich wahrnehmen. Man hört sie, aber es tut nicht weh, sag ich mal. Wenn man weiterkommen will, muss man das ertragen. So, wir haben jetzt hier einiges aus dem Rucksack rausgenommen. Geld? Ja, es finde ich ja toll, dass Sie mich jetzt noch für diesen Auftritt hier bezahlen. So. Na? Tun Sie mal das Bein ein bisschen darüber, ja? 600 also Euro sind das. Wie viel? 600? Das habe so, ich das ist Ihr Portemonnaie, das ist Ihr Geld, das also ist das Ihr Handy. Das Portemonnaie sieht ganz nach meinem aus, aber wenn da müssen Sie das mal öffnen, dann würde mein Name auch da drin stehen, ja? Und bestimmt mit einem tollen Foto von mir, ja? Von Ihnen ein tolles Foto? Ja, bestimmt, wenn Sie einen Personalausweis drin haben. Es gibt Sachen, die gehen einfach nicht. Haben Sie schon mal im Spiegel geguckt? Das ist ja freundlich. So. Wo haben Sie den Rucksack zuletzt gehabt? Den habe ich zum letzten Mal letzte Woche auf meiner Arbeitsstelle gehabt. Und den habe ich auch vermisst. Gut, dass Sie es jetzt haben. Sonst hätte ich den Personalausweis auch noch neu beantragen müssen. Sie machen Ihre Arbeit wirklich sehr gut. Das ganze Geld war auch da drin, alles, ja? Bitte? Alles so, wie wir das vorgefunden haben. Also diese 15 Euro, die da gerade in meinem Portemonnaie drin sind, die habe ich sehr hart erarbeitet. Das andere wurde mir bestimmt nur in die Tasche reingelegt.
Die Kripo-Beamten müssen in Betracht ziehen, dass der Tatverdächtige die Wahrheit sagt. Kriminalhauptkommissar Eckart Greitner will das Smartphone aus dem Rucksack des Mannes durch die kriminaltechnische Untersuchung inspizieren lassen. Ich kümmere mich mal, ich gucke mir das Handy mal an. Okay. Am besten lässt du das mal überhaupt. Ja, ja, ich frage mich, was sie damit anfangen können. Was ist mit ihnen los? Warum regen sie sich immer so auf? Ist doch gar nicht erforderlich. Ja, das sieht aber irgendwie auch andersrum aus. Ne? Sie spricht ja eigentlich ganz normal mit ihnen. Oder? Und sie hat ja Sachen gesagt, die scheinen ja so zu stimmen. Seitdem wir zusammen sind, greift die mich an und versucht meiner Verlobten beizubringen, dass ich da nichts kann oder nichts bringe und dass ich sie nur betrügen wollte. Was soll das denn? Ja gut, das ist ja ihr Privatvergnügen. Hast du Angst, dass sie nur schauen? Wenn man dich mal was fragt nach deinem Job oder wo du auf deinen tollen Arbeitsreisen immer bist, du hast nie irgendwelche Fotos, du kannst nie irgendwie erzählen, wo du gemacht hast, was du gemacht hast, du hast keine Ahnung von der PC. Auch die Kioskbesitzerin und ihr Freund sollen noch vernommen werden. Eine Textnachricht im Ausgangsordner des Handys rückt den Verlobten der Geschädigten zunehmend in den Fokus der Ermittler. Das ist das Handy, was wir in dem Rucksack gefunden haben. Ja. Eine SMS, eine gesendete, nur noch ein bisschen Geduld. Du brauchst nicht deutlich zu werden. Ich werde das Geld, wie besprochen, besorgen. Morgen bringe ich es dir vorbei. Nee, Micha. Micha. Der Typ heißt doch Micha. Ja, natürlich heißt er Micha. Also ich habe ja gerade hier geguckt, SMS-Details. Wann geschickt, das passt alles von der Zeit. Müssen wir mit der Nummer mal gucken, ja, wer das kommt. Sowas. Das machen wir nachher. Alles deutet darauf hin, dass der Verfasser der Textnachricht jemandem Geld schuldet und nun Aussicht auf eine große Summe hatte. Bei der Aufnahme der Personalien des Verlobten spitzt sich die Lage zu. Was haben Sie denn da noch das alles Portemonnaie drin? Das Portemonnaie ist aber ein sehr gefülltes, wenn ich das so richtig sehe. Darf ich mal schauen? Ja, ja, als wir den Ausweis von dem Mann hatten, der Ecki hat ihn genommen, haben die beiden Frauen gesehen, dass das Portemonnaie prall mit Geld gefüllt war. Und natürlich total komisch war, nachdem sie auch noch sagte, du hast doch gestern bei mir noch 500 Euro oder was geliehen. Geld geliehen, er ist eigentlich ein Pleitegeier, ganz offensichtlich. Ja, und dann hatte das Geld, wurde dann rausgenommen und auf einmal, siehe da, waren einige 1000 Euro da. Micha, ist nicht dein Ernst. Wo kommt das Geld her? Wo kommt das Geld her? Nehmen Sie wieder Platz. Nehmen Sie mal Platz im Moment noch. Nein, ich kann beweisen, das ist mein Geld. Aus dem Kiosk. Gucken Sie mal die Nummer an. Mein Geld! So, vor die Wand. So, jetzt reicht's, ne? Scheiß Spielschulden, Mann. Ich bin unter Druck geraten. Dann habe ich gedacht, nimmst du die Alte von dem Kiosk da? Bleiben Sie mal ruhig. Ja, mit der ein bisschen und dann, ja. Ja, ist ja schön, dass Sie spielsüchtig sind. Ja. Aber das war ja nicht alles. Möchten Sie mal ein bisschen mehr erzählen vielleicht noch? Ja, ich bin unter Druck gesetzt worden. Ich brauchte das Geld. Was wollte ich machen? Ja, und dann habe ich den Rucksack gefunden und an der Baustelle, da lag der da und habe ich das Ganze alles überlegt und habe das alles inszeniert. Ja, es hätte ja auch alles super geklappt, wenn die blöde Kuh da nicht vorher gekommen wäre. Was sollte ich machen? Sie sind Werkzeugmacher. Ja. Haben Sie denn das Schloss geöffnet? Ja, ich habe das alles alleine gemacht. Und ich habe den Rucksack an der Baustelle gefunden. Doch mal, der Typ kann gar nichts dafür, der Depp. Und was ist mit der SMS? Habe ich auch geschickt. Was stand denn genau da drin? Hä? Weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, sagen Sie mal, irgendwas mit Trinken vielleicht? Ja, ich habe gesagt, mit dem Freibier, dass es da Freibier in der Halle gibt. Wer konnte denn anders meine Ex da kommen, meine Freundin da kommt, Verlobte? Haben Sie die 5000 Euro komplett? Ich brauchte das, nee. Ich habe 600 Euro in den Rucksack getan, dass das so aussieht. Der Täter wollte den Verdacht auf den Bauarbeiter lenken. Deshalb hatte er dessen Rucksack mit ein wenig Geld und dem Handy am Tatort zurückgelassen. Die Handynummer des Arbeiters hatte der Verbrecher im Rucksack entdeckt. Also Sie haben den richtigen Verdacht schon gehabt, die richtige Nase. Kriminalistisch gut, ne? Aber Sie glauben das ja nicht. Man sieht die rosarote Brille, ne? Man guckt da durch und dann ist es die Liebe. Ja, ich war so verliebt. Der war mir von Anfang an schon suspekt. Aber Sie sind nicht die Einzige, die drauf reinfällt. Das kann jedem passieren. Geben Sie sich keine Schuld. Sie haben ja letzten Endes nichts gemacht. Das zuerst verdächtigte Trio erhält Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Der Verlobte wird wegen eines besonders schweren Falls von Diebstahl belangt. Die Kioskbesitzerin trennt sich von ihm. Sie erhält das Geld zurück. Ihre Verletzungen hinterlassen keine bleibenden Schäden.